Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So Freunde, es wird Zeit für ein neues Tomb Raider Level Editor Spiel. Und zwar auf der Seite trle.net. Das wäre jetzt die Startseite und jetzt kann man jetzt hier gucken, was es hier so für tolle Spiele gibt. Also es gibt hier ohne Ende Spiele im Bereich Play zum Beispiel. Gehen wir mal Top 100 Level. Klicken wir mal an. Was schlägt er uns denn hier so vor? Ja, das habe ich ja gerade durchgespielt. Super, kann ich nur sagen. Was ist denn hier mit? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, dann gehen wir einfach mal hier auf Download. Zack. Ich finde es ja immer schön, wenn so richtige Städte sind, das mag ich gerne. Und die Grafik so ein bisschen atmosphärisch ist. Das sieht eigentlich auch schon gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich schaue nochmal weiter. Ja, hier ist die Lara doch ein bisschen sehr eckig. Gut, ich würde sagen, starten wir einfach mal hinein in das neue Tomb Raider Spiel. Hier bin ich noch auf eins gestoßen. Das sieht doch auch sehr schön aus, ne? Von den Screenshots her. Sag mir es erstmal zu. Ich glaube, hier mache ich auch mal einen Download. Von 2013, okay. Aber von der Serie gibt es sogar noch mehr. Sehe ich hier gerade. 2014, 2007. Nehmen wir mal das letzte. Auch nicht schlecht, ne? Gut, das sollte erstmal reichen. Oh, Donald ist noch nicht beendet. Jetzt öffne ich einfach mal den Nautilus. Entpack die Geschichte hier. Und hier hätten wir jetzt die Datei, die ich hier runtergeladen habe. Und können wir über Rechtsklick hier entpacken. Das müsste eigentlich ruckzuck gehen. Ich glaube, das war schon. Ja, dann gehen wir hier hinein. Und dann wäre hier irgendwo die Tomb 4 Echse. Rechte Maustaste mit Q4 Weine öffnen. Das war's. Okay, noch einmal auf OK drücken. Das Fenster können wir ignorieren. Ein paar Sekunden warten. So, es gibt einen neuen Teil von Tomb Raider. Und zwar Legacy of Oda Nobunaga. Da starten wir jetzt mal einfach hinein. Ich starte mal einfach in ein neues Game hinein. Ich habe hier schon ein wenig vorgespielt. Und bin zum Entschluss gekommen, das Spiel ist richtig gut, das macht richtig Spaß. Und warum, das werdet ihr gleich sehen. Die Grafik ist natürlich top. Die Levels sind top. Lara ist top. Und so schaut es nämlich aus. Ja, zur Begrüßung kam erstmal hier so ein kleiner Schlangenstein, nenne ich mal. Den bin ich geschickt ausgewichen. Und die nächste Herausforderung, direkt am Anfang, einmal über die Schwerter zu springen. Zack! Und jetzt kommt eine Schlange. Komm her, du! Ja, wie man sieht, man muss schon einige Male dagegen schießen. Bis sie endlich aufhört, mich zu ärgern. Dankeschön. Oh, macht sie ein Päuschen? Ja, okay. Man achtet nur auf die Soundgeräusche, auf die Musik. Hier ist eine Fackel, die man aber wesentlich später erst braucht. Deswegen kann ich dann wieder wegwerfen. Ja, und hier ist sofort die nächste Hürde. Wie geht es weiter? Das fragt man sich bei dem Spiel öfters. So, und zwar muss man hier auf diesen Stein springen. Und wenn man es kann, dann kann man sich hier auch festkrallen. Ja, schöne Musik ist zu Ende. Schade. Ah, sie geht weiter.
Ups, ich wollte zwar nicht hier runter, aber ist okay. So, dann springe ich hier mal. Oh, wo kommst du näher? Ja, komm, komm zu mir. Ja, siehst du. Ja, er muss schon ziemlich genau hier stehen. Dann klappt das auch. So, wo laufe ich zuerst hin? Ich laufe sie erst einfach mal so ein bisschen im Kreis rum. Was ist denn, wenn ich hier reinspringe? Fängt schon gut an hier, keine Frage. Ja, komm her. Okay, sollte reichen. Könnte ich hier reingehen. So, was macht am meisten Sinn jetzt? Erstmal eine Runde baden gehen. Macht immer Sinn. Na komm, Schritt zurück. Na, wo wir gerade hier sind. Ups. Ich wollte eigentlich nur das Buch aufnehmen. Na, dann machen wir es von der anderen Seite. So. Oh, das ist ein Schalter. Ups. Ja, dann gehen wir mal zu dem Schalter hier hin. Betätigen wir diesen. Aha, was hat sie getan? Ach, die Statuen drehen sich. Okay. Dafür brauche ich auch gleich die Fackel. Aber zu einer Fackel gehört auch Feuer. Das muss ich erstmal entfachen. So, wie geht es jetzt weiter? Genau. Hier kommt auch so eine Challenge. Hier muss man drüber springen und auf der Rampe quasi wieder springen, um sich dort oben festzuhalten. Das probiere ich jetzt mal gleich aus. Ja, da ist Timing angesagt. Ah! Das hat damals auch ziemlich lange gedauert, bis ich da den richtigen Moment erwischt habe. So, ist genau davor. Ja, so passt es. Was ist passiert? Ach, ich glaube, hier ging eine Tür auf. Die vorher zu war. Genau diese hier. Da muss man aufpassen. Hier ist nicht so eine Falltür. Feuer ist an. Sehr gut. Wollen wir hier hineingehen? Jetzt
muss ich aufpassen, weil es kommt gleich etwas. Ja, ich wusste doch, irgendwas etwas kommt wieder angekugelt. Das hat schon mal funktioniert. Ja, genau, da auch noch was. Ein bisschen Muni ist immer gut. Genau, und den Block muss ich erstmal zur Seite schieben. Nee, noch eine Position weiter. Aber vorher, bevor ich nach oben gehe, muss ich einmal den Schalter betätigen. Und schon habe ich den ersten Puzzle von insgesamt 4 Stück. So, hier muss man so einen Spezialjump ja machen quasi. Genau, jetzt Sprung und nochmal Sprung. Dann ist man oben. So, prima, es hat schon mal funktioniert. Genau, den Block, den könnte ich mir schon mal zurechtschieben. Guck mal, hier ist die Position gut. Das werde ich versuchen. Ah, die Fackel brauche ich. Ah, ich habe noch keine Fackel. So, wo bekomme ich nochmal die Fackel her? Na, dann müsste ich wieder zum Startpunkt. War nochmal Startpunkt? Genau. Jetzt kann ich die Tür auch öffnen. Ah, hier liegt doch die Fackel. Wollen hier ganz hinten laufen. So, wo muss ich nochmal hin? Mein Block da vorne. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas drin liegt. Nö, sieht nicht so aus. So, und die Fackel legen wir am besten hier hin. Ja, in etwa so. Bis hier gleich so einen magischen Schalter. Haha, da kommen wir noch gar nicht rein. Oh, dann gehen wir von der Seite. Ist eigentlich egal. Aber jetzt mal gucken, ob hier nicht irgendetwas noch ist. Aha. Ich wusste es doch. Na gut, genau, die Tür kann man noch hier auch öffnen. Na, dann war es die nächste. Ja, komm her, du. Wo ist er hin? So, erledigt. Genau, die Fackel wollte ich ja eigentlich entfachen. Ups. Jetzt ist Zeit, mein großer Feind. Oder mein größter Feind, besser gesagt. Ah! Schon verloren.
schon vorbei. Genau, die Klappe, die muss ich mir nämlich gleich draufstellen. Okay, neuer Versuch. Jetzt aber, komm. Buh, der war jetzt aber knapp. Ich hab's geschafft. Juhu, die Fackel ist an. Nach gefühlten 95 verschiedenen Anläufen ist jetzt endlich die Fackel an. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach oben, hoch hinaus. Aber ich glaube, ich habe den Stein noch nicht nach unten. Ne, der Stein ist noch nicht unten. Und zwar dieser hier. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich hier bin, was ich überhaupt machen wollte. Genau, die Fackel liegt da, sie brennt noch. Sehr gut. Dieser Block muss nach oben. Ja, wie war das nochmal? Hier gibt es irgendwo einen Schalter. Ich meine, hier sogar direkt um die Ecke. Wenn ich Glück habe. Genau. Direkt hier. Ich meine, dieser wäre es gewesen. Das klingt doch schon mal gut, außer dass jetzt irgendwie jemand kommt und mich ärgern will. Ups. Obwohl. Könnte auch eine Runde schieben, ne? Ja, wo bist du denn? Ja. Jetzt versteckt sich natürlich der Löwe. Aha! Mitten. Ja, komm. Ja, geht doch. Gut. Dann kann ich die Fackel wieder aufnehmen. Wenn das geht, hoffentlich. Komm, Lara, nimm die Fackel auf. Dankeschön. Einmal auf den Block drauf. Und hier hoch. Genau hier wäre ich richtig. Und? Ja. Genau, jetzt muss ich über die Dächer springen. Okay, okay. Ja, die Fackel, die lassen wir einfach mal hier liegen. Für schlechte Zeiten. Was? Geheimnis oder... Oder Geheimnis, genau. Wir machen jetzt mal Geheimnis. Geheimnis Nummer 1. Ja. Ja, einen Schritt zurück. War, glaube ich, zu viel, ne? Passt. Ja, da ist es ja. Aha. 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 Gut. Komm, wir sind gerade mal dabei beim Geheimnis. Jetzt machen wir Geheimnis Nummer 2. Wie komme ich da nochmal hin? Wo bin ich hier überhaupt? Ja, das sieht auch gut aus. Gehen wir mal hier runter. Wo ist mein Block? Da ist mein Block. Und wir schieben einfach mal den Block ein Stückchen nach vorne. Und dann einfach hier in die Ecke. Ah, noch ein bisschen. Ah, was haben wir denn da?
Was ist eigentlich, wenn ich hier drauf springe? Kann man irgendetwas machen? Nö. Gut, ich denke mal, ich muss erstmal wieder nach oben. Quasi hoch hinaus. Wo sind die Treppen? Da irgendwo. Hier hin? Ach, ist egal. Ah, nee, hier war ich schon. Gucken, da ist auch noch ein Schalter, seht ihr den? Das könnte ich eigentlich auch mal eben machen. Genau, das machen wir mal eben. Wo wir gerade hier sind. Ach ja, genau. Hier war der nächste Block. Ah ja, ist ja gut. Ach, ein Geheimnis war das, genau. Aha. 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 So, und das ist noch nicht alles, was man mit dem Block machen kann. Man kann ihn nämlich noch weiter schieben. In etwa so. Mal gucken. Wo muss ich hin? Da hin. Noch zwei Stücke nach vorne. Ja, und noch ein Stück. Okay, kann man da auch was machen? Kann man hier hoch? Nee, doch nicht. Okay. Schön in die Mitte, Lara, jawohl. Was ist jetzt passiert? Ich weiß doch gar nicht mehr. Oh. Ah, ich weiß es. Jetzt weiß ich es. Jetzt wird es lustig. Ich glaube, ich nehme noch einmal Energie zu mir. Ich meine, es kommt noch etwas auf mich zu. Kommt noch eine Schlange? Aha. So. Und jetzt wird's lustig. Das Problem ist, ich traue mich nicht hinein. Na komm. Au! Wo seid ihr? Also hier sollte man nicht drauf gehen, wird nämlich pieksig. Aber den Schalter, den kann man ohne Probleme betätigen. Ah, jetzt habe ich nur noch zwei Blöcke. Okay. Mehr ist hier nicht? Nicht zum Aufsammeln? Ja, doch, irgendwo war da noch was zum Aufsammeln, oder nicht? Ja, okay.
Ja, hier muss ich jetzt rein. Und tauchen. Sag mal, Energie. Ach, volle Pulle. Alles gut. Doch einfach schön unten bleiben. Und sollte nichts passieren. Nichts drin für mich? Okay, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Ah, da war das hier. Aha. So, den Schlüssel könnte ich schon mal mitnehmen. Die Platte brauche ich erst später. Jetzt muss ich ja erstmal überlegen, der Schlüssel, ich muss wieder nach oben, ja. Ja, machen wir das, gehen wir nach oben. Okay, ich könnte auch erst hier reinkriechen. War das hier? Ja, genau. Sind wir gerade hier. So, jetzt wird es auch nochmal lustig. Ja, wo seid ihr denn? Ihr Vöglein, ihr kommt. Einen Schlüssel hier betätigen. Ah, ich habe vergessen, etwas aufzusammeln. Oh, da muss ich ja gleich nochmal rein. Oh, jetzt ist glaube ich nochmal lustig. Jetzt wird es nochmal lustig. Ich weiß nicht, auf wen oder was die da gerade schießt. Was ist denn da? Ach, ein Vögelchen. Okay. Spaßig, ne? Also macht richtig Spaß hier. Wusste es. Tür wäre zu? Oh, gemein. So. Gut. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Genau, ich muss nochmal nach oben. Wie komme ich nochmal nach oben? Wo sind die Treppen? Da sind die Treppen. Ups. Ah, ich glaube hier. Stopp! Oh. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn du jetzt reingefallen wärst.
So, schön X drücken und. Nochmal. Ah, jetzt klappt's. Ja, kommt er. Wo bist du denn? Na, ich hänge irgendwie in der Grafik fest. Irgendwo ist noch jemand. Aha. Hängst du auch in der Grafik fest? Oh, ich höre noch was. Okay, nehmen wir mal die Kügelchen hier mit. So, wo bin ich überhaupt? Mhm. Hier war da auch ein Schalter, ne? Irgendwas war doch hier. Okay. Muss jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Ich bin verwirrt. Ach, einfach mal hier drüber springen. Genau, hier bin ich auch schon gar nicht mal so verkehrt. So, wie komme ich jetzt hier nochmal rein? Warum sind die Türen hier noch zu? Warum sind die Türen nochmal zu? Die sind auch noch unten. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Komisch. Ah! Geht doch. Hier könnte ich schon mal rein. Und das Teil einsetzen. Diese komische Vase mit den Kügelchen. Kombiniere mit Kugeln. Und dann einfach da rein. So, jetzt hätten wir nur noch einen. Fehlt noch einer. Oh, das ist ein Schalter. Hallo, Schalter, wo bist du? Aber das ist, glaube ich, nur für die Abkürzung. Ich glaube, ich muss nur mal da oben. Oben liegen auch noch ein paar Fackeln, die könnte ich eh mal langsam einsammeln. Ja, ein Schritt geht, glaube ich, noch. Ah, komm, noch einer. So, das müsste doch eigentlich passen, ne?
bisschen Energie verloren, ja, ist egal. Nicht gewesen sein, ne? Mal kurz überlegen. Jetzt bin ich ganz verwirrt hier. So, genau, hier muss ich einmal kurz rein. Die letzte. Hä? Warum ist der denn da unten? 1, 2, 3. Hä? Was habe ich denn jetzt vergessen? Ah, ich habe glaube ich vergessen, den Hebel zu betätigen. Gehen wir nochmal hier hinein. Und wo ist er? Hier nicht. Ist irgendwo ein Hebel. Und den habe ich meine ich noch nicht betätigt. Genau, diesen hier. Hallo? Ja. Also ich glaube zumindest. Jawohl, da ist er ja. Das letzte Geheimnis quasi. So, ja, hier muss ich rein. Ach, da oben liegt auch noch was auf dem Dach. Genau, da liegen auch noch so ein, zwei Dinge. Genau, durch diese Tür muss ich jetzt. Dafür brauche ich auch die beiden Platten hier. Oder besser gesagt Mosaiksteine. Ach komm, noch hier drüber gehen bestimmt. Komme ich da auch so hin? Und für irgendwas muss der ja gut sein, der Stein hier. Auch noch was. Aha. Ups. Ah, was habe ich da jetzt gemacht? Das war so nicht geplant. Ich musste mal nach oben. Ich noch was vergessen. Irgendwo liegt noch was. Oh, wo war das nochmal? Da habe ich alles. Da. Irgendwo fehlt noch, glaube ich, ein Medipack. Ne, finde ich jetzt nicht. Ach da, da ist es doch. Also ich meine, das hätte ich noch nicht aufgesammelt. Dieses hier. Ja, ja, hatte ich doch noch richtig in Erinnerung. Aha. Weil wenn, dann möchte ich ja schließlich auch alles mitnehmen, ist ja klar. Zumindest das, was ich weiß, will ich auch mitnehmen. So, wo muss ich jetzt hin? Ja, einmal wieder zurück, würde ich sagen. Muss ich hin? Naja, stolper euch. So. Ich guck noch einmal ganz kurz. Da liegt auch noch was. Eieieiei. Ja, fast alles hier vergessen. Und hier liegt auch noch was.
Aha, ja genau. So, jetzt habe ich, meine ich, dann sagen wir mal, zumindest so ziemlich alles. Jetzt können wir hier reingehen. Ein Schlüssel. Ein Schlüsselloch. Das nehmen wir auch noch mit. Schuss abgeben, ne, ist ja klar. Und hier kommen die Mosaiksteinchen rein. Ja, und das war Level Nummer 1, würde ich sagen. Ja, das war Level Nummer 1. Ich speichere mal hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!